Bei einem schweren Zugunglück sind in Griechenland mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen. Über 50 Verletzte werden behandelt. Die Suche ist noch nicht abgeschlossen. Mit Kränen und schwerem Gerät versuchen die Retter, die bei Larissa zwischen Athen und Thessaloniki entgleisten Waggons anzuheben. Ein in Athen gestarteter Intercity war mit etwa 350 Fahrgästen an Bord frontal mit einem aus der Gegenrichtung kommenden Güterzug zusammengestoßen. Die Strecke zwischen Athen und Thessaloniki war in den letzten Jahren modernisiert worden. Der für die Strecke des Unglückszuges zuständige Eisenbahnchef sei festgenommen worden. Trotz der Modernisierung habe es erhebliche Probleme bei der Verkehrskontrolle gegeben. Die Freigaben für die jeweiligen Streckenabschnitte erfolgten trotz modernisiertem Leitsystem noch per Funk. Die privatisierte griechische Bahn wird von der italienischen Staatsbahn betrieben.